Hey Leute, ich bin's Conny, ich bin gerade ziemlich heiser, aber ich muss euch trotzdem mal zeigen, wie das Local Script für dieses RPG Level GUI funktioniert. Wenn ihr den ersten Part noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an, der ist jetzt oben auf dem i verlinkt, da zeige ich euch, wie ihr dieses GUI hier unten baut. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr das GUI lokal scriptet, dass ihr einfach so Level aufsteigen könnt und XP bekommen könnt. Und diese Soundeffekte machen könnt. Ich bin übrigens ein bisschen krank. Das soll uns aber nicht davon abhalten, jetzt das Tutorial aufzunehmen, weil ich habe jetzt schon eine ganze Woche das Tutorial nach hinten verschoben und wenn ich das weiter nach hinten verschiebe, habe ich gar keine Videos mehr. Beim letzten Mal haben wir aufgehört bei diesem GUI. Im Starter GUI ist ein Screen GUI drin mit dem ganzen Kram hier. Wie man das baut, lernt ihr in dem letzten Part. Wie gesagt, bitte vorher angucken, bitte vorher das machen. Jetzt geht es um die Local Scripts. Dass, wenn man dann XP dazu bekommt, dass der Balken hochgeht und wenn man Level aufsteigt, dass man halt ein Level aufsteigt. Geplant ist, dass noch ein dritter Teil kommt, in dem ich euch dann zeige, wie man am Server dann die Level und die XP managt, damit die Spieler nicht cheaten können. Aber jetzt geht es erstmal nur um die lokalen Scripts. Und dafür klicken wir auf das Screen GUI, dann auf das Plus und fügen ein Local Script hinzu. Das Local Script benennen wir um in RPG Screen GUI Local Script. Und dann fangen wir einfach direkt an. Wie immer mit den Services zuerst. Wir brauchen den Replicated Storage, weil bei solchen Systemen immer Daten vom Server zum Client repliziert werden müssen. Den Tween Service und natürlich den Player Service, weil es ein GUI im Spieler ist. Gerade schreiben wir noch ein Local Script und das ist nur für dieses lokale GUI da. Dementsprechend brauchen wir theoretisch den Replicated Storage nicht. Wir wollen es uns aber später ein bisschen einfacher machen und schreiben jetzt schon mal, dass wir ein Settings-Modul brauchen. Also Local Level System Settings oder wie ihr es nennen wollt, ist gleich Require Replicated Storage Wait for Child RPG Level System Settings. Und die müssen wir natürlich zum Replicated Storage hinzufügen. Habe ich hier schon. Das Ganze ist ein Module Script, also wenn ihr hier rauf geht, Module Script einfach hinzufügen. Und da steht einfach nur das hier drin. Local Settings ist ein Table. In den Settings haben wir Max Level ist 100. Base XP sind 10. Das sind wie viel XP man für Level 1 benötigt. Und dann eine Funktion settings.getRequiredXPForLevelUp, die dafür da ist, um zu berechnen, wie viel XP man denn für das nächste Level benötigt. Es ist eine ganz schöne Basic-Funktion, die einfach erstmal rundet, weil wir wollen keine halben XP haben. Dann nehmen wir die SelfBaseXP hoch 1 plus das aktuelle Level des Spielers mal 0,1 und das ist dann, wie viel XP wir benötigen. Ihr könnt eine andere Funktion schreiben. Diese Funktion berechnet einfach, wie viel XP man für jedes Level benötigt, damit es halt exponentiell nach oben geht und man für jedes Level immer mehr XP braucht als für das Level davor. Am Ende nicht vergessen, die Settings zu returnen, sonst funktioniert das Modul nicht. Und damit haben wir unser RPG-Level-System-Settings-Modul fertig. Jetzt brauchen wir noch ein paar Settings für das GUI an sich, weil wenn wir hier Level aufsteigen, haben wir ja einen Balken, der blitzschnell nach oben geht, aber noch einen zweiten Balken, der getweent werden soll. Und dafür haben wir hier die Base Level Tween Size ist 0,2 und Base, warum eigentlich Size? Ich dachte, das soll Zeit heißen, ist egal. Experience Tick Intervall ist 0,1. Wofür wir die Settings brauchen, gehen wir nachher drauf ein. Natürlich brauchen wir in so einem GUI immer den Spieler, das ist einfach Players.LocalPlayer und der most common Weg, um Daten vom Server zum Spieler zu replizieren, ist einfach über ganz normale Values. Normalerweise macht man dann Leader Stats oder einen anderen Folder im Spieler, in dem man diese Values reinpackt und aktualisiert die dann am Server, dass der Client sie auslesen kann. Da wir aber das Server Script jetzt nicht machen, sondern nur das Local Script, machen wir das erstmal hier im GUI, indem wir hier aufs Plus klicken und dann sagen Int Value, das steht standardmäßig auf 0 und hat dann als Namen Level fürs Level. Dann duplizieren wir uns das mit Steuerung D und machen dann noch einen zweiten mit dem Namen EXP für Experience. Und die werden dann später im Spieler irgendwo drin sein. Aber jetzt sind sie erstmal im GUI drin. Das heißt, wir schreiben Level Value ist gleich Script.Parent Rate for Child Level und Script.Parent Rate for Child XP für XP Value. Hier bekommt dann das GUI die Informationen her, welches Level hat der Spieler gerade und so. Gerade ist es noch im lokalen GUI drin, später wird es dann serverseitig verwaltet im Spieler sein. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Spaß von unserem GUI hier holen. Das heißt, wir brauchen hier aus dem GUI die Bottom Bar, die Action Bar. Ne, die Action Bar eigentlich nicht, oder? Ach doch, die holen wir uns auch. Ist eigentlich nicht relevant fürs Tutorial, weil die Level Bar und alles, was hier halt so drin ist. Und an der Stelle wird es dann halt auch wichtig, dass ihr das GUI wirklich genauso aufgebaut habt, wie ich es im letzten Tutorial aufgebaut habe. Alles, was ihr damals anders gemacht habt, müsst ihr jetzt im Script berücksichtigen. Also, haben wir hier die Bottom Bar, ist gleich Script.Parent Wait for Child Bottom Bar. Dann die Level Bar ist gleich Bottom Bar Wait for Child Level Bar. Levelanzeige ist Level Bar Wait for Child Level Anzeige. Und den Rest könnt ihr einfach so abschreiben, wie hier steht. Gerne pausieren. Die Action Bar, wie gesagt, nicht relevant. Wenn ihr später damit noch was machen wollt, haben wir sie hier. Aber es geht uns ja erstmal nur um die Levelanzeige. An sich müssen wir hier noch ein paar weitere Sachen holen, aber ich denke, wir fangen erstmal an mit dem lustigen Kram, und zwar dem Kram, der fürs Coding des Level-Up-Tweeden-Krams relevant ist. Um zu wissen, welches Level wir gerade haben und welches Level wir
nachdem sich der Wert verändert hat, haben und die Differenz zu wissen, müssen wir eigentlich immer die Werte, die hier in diesen Int-Values drinstehen, cachen. Dafür erschaffen wir uns einfach einen Cache. Wir schreiben hier hin, Cache-Level ist gleich Level-Value.Value, XP-Value.Value und Level-Bar-Debounce ist gleich False, weil wir brauchen auf jeden Fall einen Debounce, damit da nicht alles kaputt geht. Also coden wir jetzt endlich die Funktion, mit der wir die Level-Bar aktualisieren. Dafür schreiben wir unten natürlich hin Funktionen, weil jetzt kommen die Funktionen. Und die Funktion nennen wir einfach Level-Bar-Aktualisieren. Dann kümmern wir uns um die Debounce. Hier haben wir ein Level-Bar-Debounce und dann schreiben wir natürlich hier hin If Level-Bar-Debounce, then return end. Level-Bar-Debounce ist gleich true. Und ganz am Ende der Funktion müssen wir natürlich den Cache wieder aktualisieren. Das heißt, egal was in der Funktion passiert ist, am Ende stellen wir den Level Cache natürlich wieder auf den aktuellen Wert, dasselbe für XP und den Debounce wieder auf False, damit die Funktion wieder neu ausgeführt werden kann. Also hier in der Mitte passiert dann die Magie. Hier gucken wir dann, yo, Level Up, kein Level Up, Tween, wie viel Tween und so weiter. Um zu wissen, wie viel Experience wir eigentlich brauchen für das Level Up, haben wir ja unser RPG-System Level Settings Modul, welches wir oben schon required haben hier. Und dafür schreiben wir dann einmal, required XP ist gleich Level System Settings Doppelpunkt Get Required XP for Level Up Level Value.Value. Das heißt, wir gucken nicht, welches Level hat der Spieler jetzt, sondern wir gucken, welches Level hatte der Spieler zum letzten Zeitpunkt, als wir gecached haben. Wie viel XP braucht er fürs Level Up? Hey, hier ist der Conny aus dem Schnitt einen Tag später. Mir geht schon wieder ein bisschen besser und mir fällt jetzt erst auf, ich sag's zwar richtig, aber mach es falsch. Ich will die Required XP für das Level Up, das wir gecached haben, aber nehme hier einfach das Level, das wir aktuell haben. Natürlich muss hier nicht Level Value.Value stehen, sondern einfach nur Level stehen. Bitte berücksichtigen, danke. Und dann können wir gleich abgleichen, wie viel XP hat er. Da diese Bar hier unten einen Wert von 0 bis 1 annimmt, um anzugeben, wie weit sie fortgeschritten ist. Das heißt, 0,5 wäre die Hälfte, also 50%, 0,75 wäre hier 75% und so weiter, müssen wir das Ganze natürlich umrechnen. Und zwar von 0 bis Required Level muss dann umgerechnet werden in 0 bis 100%. Das muss dann umgerechnet werden von 0 bis 1. Das heißt, Level-Up-Fortschritt am Anfang bei den XP, die wir jetzt hier gecached haben, wäre math.clamp. Einfach damit wir es auf jeden Fall einordnen zwischen 0 und 100, ist gleich 100% geteilt durch die Experience, die wir brauchen, mal die Experience, die wir haben. Ein ganz einfacher Dreisatz oder meinetwegen auch Prozentrechnung für Mathelehrer, die der Meinung sind, dass Prozentrechnung und Dreisatz nicht das gleiche sind. Und wir aktualisieren ja die Levelbar, das heißt, wir haben wahrscheinlich einen neuen Levelwert und wahrscheinlich einen neuen XP-Wert. Und deswegen rechnen wir jetzt nicht nur aus den Fortschritten, die wir am Anfang haben, sondern auch am Ende des Tweens, nachdem wir aktualisiert haben. Level-Up-Fortschritt wäre genau das gleiche, nur mit Required XP mal XP Value.Value statt XP. Also wäre genau das gleiche, nur dass wir hier nicht die gecachten XP nehmen, sondern die aktuellen XP aus dem Int-Value heraus. Dann müssen wir das Ganze noch einmal umrechnen in eine UDEM2, weil wir haben in der Levelbar hier in der Level-Fortschrittsanzeige ja unsere geliebte Size. Und die Size ist eine Variable vom Wert UDEM2 und wenn wir hier jetzt sagen 0.5, 0,1, 0, haben wir 50%. Das müssen wir jetzt umrechnen. 50% musst du 0,5, 0% musst du 0, 100% musst du 1. Ihr versteht es hoffentlich. Und das machen wir, indem wir sagen, Fortschritt Size am Ende des Tweens wäre UDEM2.FromScale. Level Up Fortschritt geteilt durch 100 und 1 für die Höhe, weil die Höhe bleibt gleich. Also wenn man FromScale macht, dann werden nicht alle vier Werte ausgefüllt, sondern nur die ersten Werte, die Werte in der ersten Zeile. Wenn ihr das hier öffnen, seht ihr hier Scale und Offset, dann wird nur Scale festgelegt. Und zwar relevant ist Scale X, also der erste Wert. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich kann gerade nicht so gut reden. Ich bin ehrlich, es tut sehr weh zu reden, aber ich muss das Tutorial fertig bekommen. Jetzt updaten wir erstmal natürlich die Werte an sich, indem wir sagen, LevelLabel.Text ist gleich ToString LevelValue.Value. Das heißt, das LevelValue wird einfach auf das aktuelle Level gesetzt. XPLabel.Text ist gleich ToString XPValue.Value. Schrägstrich RequiredXP. Leerzeichen XP. Damit wir hier so eine Anzeige haben, hier 0 XP von 10 XP. LevelValue ist die Zahl hier. XPValue ist die Zahl hier. Und am Ende sagen wir, LevelFortschrittFast.Size ist gleich FortschrittEndSize. Das ist unsere schnelle Anzeige, die wir hier haben, wo wir einfach sagen können, ja, 0.3. Dann haben wir das und dann soll ja die andere Anzeige langsam hinterher tweeten. Und für den langsamen Hinterher-Tweeten, tweeten wir jetzt die andere Anzeige langsam hinterher. Das Schöne ist, dafür brauchen wir gar nicht den Tween-Service, denn GUI haben eine integrierte Tween-Funktion. Die sehen ungefähr so aus, LevelFortschritt Doppelpunkt Tween-Size. Und dann nehmen wir die Fortschritt-Size Ende, das ist halt die End-Size. Enum.EasingDirectionIn, weil wir es in-easen wollen. Enum.EasingStyleQuart, da könnt ihr was anderes nehmen, ist eigentlich egal. Und dann eine Tween-Zeit. Eine Tween-Zeit und True. True ist, ob ein bestehender Tween überschrieben werden soll. Das heißt, falls die Funktion
trotz Debounce zweimal ausgeführt werden soll, soll der alte Tween einfach durch diesen Tween überschrieben werden. Und Tween-Zeit ist die Zeit, wie schnell das jetzt getweent werden soll. Und die Tween-Zeit, die legen wir mal hier oben fest. Erstmal auf 0,3 Sekunden. Später wollen wir natürlich, dass das ein bisschen cooler aussieht. Dementsprechend werden wir da noch was anderes für hinschreiben. Bis jetzt haben wir eine Funktion, die im Grunde nur die XP anpasst und die Levelanzeige anpasst. Aber sehr viel mehr nicht. Wir müssen auf jeden Fall die Levelbar-Aktualisieren-Funktion noch connecten. Und zwar daran, wenn diese Values Level und XP hier geändert werden. Dementsprechend schreiben wir unten einmal XP-Value.changed-connect-Levelbar-Aktualisieren und dasselbe auch mit dem Level-Value. Und können das Ganze einmal austesten und gucken, ob wir vielleicht irgendwas falsch gemacht haben. So, wir sind jetzt drin im Spiel. Gehen dann einmal auf Players, auf uns selbst, dann aufs Player-GUI. Dann haben wir hier das Dings-GUI und dann gehen wir mal in den XP-Value rein und schreiben, wir haben jetzt 5 Experience, drücken Enter. Und ihr habt gesehen, es ging hoch. Auch wenn wir es runterstellen auf 1 XP, geht es wieder runter. Wenn wir es hochstellen auf 15 XP, dann geht es auch hoch. Aber ihr seht, es macht einen Cap. Die Bar überzieht nicht, weil wir es geclampt haben. Wir dürften theoretisch nur 10 XP haben, haben aber 15 XP. Das ist dann theoretisch ein Bug irgendwo anders. Aber das GUI breakt nicht, weil wir es geclampt haben. Das funktioniert schon mal. Wenn es bei euch nicht funktioniert, müsst ihr nochmal gucken, an welcher Stelle ihr was falsch gemacht habt. Und natürlich immer auf den Output achten, was da steht. Der gibt euch immer gute Hinweise darauf, was nicht stimmt. Aber was ist, wenn wir jetzt ein Level-Up haben? Weil wenn wir ein Level-Up haben, dann muss die Leiste ja erst voll gehen und danach wieder zurückgehen und dann nochmal voll gehen auf den Wert, den wir jetzt haben. Und dafür müssen wir einfach erstmal checken, ob wir ein Level-Up überhaupt haben. Hier zwischen Tween-Side und Fast-Stuff updaten, schreiben wir einfach hin, if Level-Value.value ist größer als das gecachte Level, das wir haben, dann. Und jetzt kümmern wir uns einfach mal um die Level-Ups. Wir schreiben mal Warn, Level-Up, aktuelles Level und Level davor, damit wir auch sehen, okay, wir haben jetzt ein Level-Up und wir müssen jetzt erstmal den Fast-Stuff updaten, weil wir haben Level-Up, es geht erstmal komplett hoch auf 100%, das heißt, wir schreiben hier XP-Label.text ist gleich Required XP von Required XP, dann Level-Fortschritt, Fast-Size ist gleich Udim from Scale 1,1, weil wir es komplett voll haben wollen und dann müssen wir natürlich direkt danach unsere gecachten Werte aktualisieren. Weil nachdem wir das Level up haben, haben wir jetzt wieder 0 XP gecached und haben jetzt ein Level mehr. Und dann muss das Ganze natürlich nochmal getweent werden. Das heißt, wir schreiben wieder Tween Stuff updaten und schreiben fast das gleiche, was wir hier unten haben, mit einem kleinen Unterschied. Und zwar wieder Level Fortschritt, Tween Size, Udim, bla bla bla. 1,1 ist wichtig, weil wir es jetzt voll machen. Easing Direction In, Easing Style Quad, könnt ihr anders machen, habe ich mir einfach so für mich ausgesucht. Tween Zeit natürlich. Wieder True fürs Überschreiben und dann haben wir hier noch ein Tween-Ende-Callback. Sobald der Tween fertig ist, muss eine Funktion ausgeführt werden. Und diese Funktion, die schreiben wir einfach mal oben drüber, hier hin. LocalFunctionTween-Ende-Callback wird dann ausgeführt, wenn der Tween vorbei ist. Und sobald der Tween vorbei ist, setzen wir LevelLabel.text auf das neue gecachte Level, weil wir haben das Level jetzt um 1 erhöht. Setzen Fortschritt-Fast-Size wieder auf 0, setzen Fortschritt-Size wieder auf 0, damit die XP-Leiste wieder direkt am Anfang ist. Setzen dann den Debounce wieder auf False und dann aktualisieren wir die Levelbahn nochmal. Weil sobald wir ein Level-Up haben, kann es ja sein, dass wir tatsächlich 2 Level-Ups haben oder 3 Level-Ups oder 4 Level-Ups. Und dann wird für jedes Level-Up dieser Code hier nochmal ausgeführt. Und das so lange, bis wir kein Level-Up mehr haben und dann wirklich wieder in dem Level bleiben, in dem wir sind, nachdem wir den Cache aktualisiert haben. Und damit hier nichts doppelt ausgeführt wird, ist es natürlich wichtig, dass wir, nachdem wir hier diesen Tween anstoßen, die Funktion... Oh, was habe ich gemacht? Nachdem wir diesen Tween hier anstoßen, die Funktion beenden, indem wir hier Return schreiben. Das heißt, wenn wir ein Level-Up haben, passiert das. Dann wird die Funktion nochmal ausgeführt. Wenn wir noch ein Level-Up haben, passiert das. Wenn wir noch ein Level-Up haben, passiert das. Und wenn wir dann in dem Level bleiben, in dem wir gerade sind, nachdem wir den Cache aktualisiert haben, wird das hier übersprungen. Und es passiert das, was wir eben schon hatten. Das Blöde ist, so ein Level-Up lässt sich gar nicht so leicht testen. Wir können es einmal kurz testen, damit ihr seht, wie es aussieht. Dafür gehen wir natürlich nochmal auf Players, Roblox Conny, Player GUI, bla bla bla. Dann können wir wieder sagen, XP haben wir jetzt 20. Blub, wir haben 20 von 10 XP. Und jetzt haben wir, sagen wir mal, Level-Ups. Und zwar ein Level-Up auf Level 1. Blub. Ihr habt gesehen, wir sind jetzt auf Level 1. Es ist nochmal hochgegangen. Level-Up aktuell ist Level 1. Level davor war Level 0. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben 5 Level-Ups, also sind wir danach Level 6, seht ihr jetzt... Blub, 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 blub. Und wir sind dann hier angekommen bei 20 von 40 XP. Es hat so funktioniert. Darum geht es erstmal. Dass uns das angezeigt wird, egal was wir hier für Werte einsetzen, es sollte funktionieren. Wenn wir das Level auf minus 10 packen, haben wir natürlich ein Problem. Wenn wir die Experience auf minus 155 setzen, sieht so aus. Das sieht komisch aus, das ist falsch auf jeden Fall. Aber Hauptsache, das GUI geht nicht kaputt. Das zeigt uns zwar die Werte an, die wir haben, aber naja.
wirklich was anfangen können wir damit nicht. Jetzt wollen wir es uns aber einfach mal ein bisschen leichter machen, den ganzen Spaß zu testen, und dafür fügen wir ein neues, temporäres Script hinzu, und zwar das Experience Test Script. Das ist dann auch wieder ein ganz normales Local Script, das nennen wir EXP Test Script, und das soll dafür da sein, dass wir einfach per Knopfdruck uns selbst XP geben können. Und damit wir das machen können, müssen wir natürlich noch einen Button hinzufügen, und zwar den Add XP Button, den habe ich hier. Ihr könnt einfach einen ganz normalen Text Button hinzufügen, ihr könnt ihn nennen, sizen, wie ihr wollt, das ist egal, Hauptsache er heißt Add XP Button, und ihr findet ihn wieder, er muss in diesem Screenshot drin sein, wo auch das Experience Test Script drin ist. Und das sieht dann so aus. Wir holen uns den Replicated Storage, damit wir uns die Level System Settings wiederholen können. Wir holen uns den Level Value und den XP Value, den wir dann bearbeiten wollen. Und wir holen uns den Add XP Button, auf den wir raufklicken, um uns XP zu geben. Dann eine ganz einfache Funktion, die uns XP gibt. Und zwar so viel XP, wie wir schreiben. Wenn wir keine XP haben, dann return wir end. Ansonsten wird hier, wenn die XP gerundet, wir wollen nur gerade Werte haben. Wir können uns nicht XP abziehen. Und dann berechnen wir wieder die Required XP. Genauso wie wir es an der anderen Stelle auch gemacht haben. Level System Settings, get required XP for level up, level value.value. Und dann sagen wir, wenn XP value.value plus XP ist größer als required XP, also wenn wir theoretisch ein Level up erreichen würden, dann haben wir hier ein Level up, berechnen dann den Rest, der übrig bleibt, nachdem wir den Level up erwirtschaftet haben mit unseren XP. Und dann setzen wir die XP auf 0, setzen das Level hoch und führen die Funktion add XP nochmal aus mit den Rest XP. Wenn das nicht der Fall ist, dann erhöhen wir einfach die XP, um die XP, die wir adden, und hier einfach nochmal print adding XP, einfach damit wir sehen, wie es klappt. Und dann sagen wir add XP button.activated connect function. Und da habe ich reingeschrieben add XP math.random 1,20. Hier unten habe ich nochmal eine andere Funktion, die mir einfach so random XP gegeben hat. Könnt ihr gerne auch abschreiben. Wenn ihr wollt, dann gebt ihr euch nach einer gewissen Zeit immer wieder so random XP. Jetzt gibt der Button einfach einem zwischen 1 und 20 Experience. Und dann ist es leichter zu testen. Wir gehen einfach ins Spiel rein. Wir sehen dann hier oben den Add XP Button, ich klicke rauf und blub, wir sind Level 1. Blub, blub, Level 2, Level 3, immer XP adden, Level 4. Aber irgendwie ist das noch nicht cool. Es funktioniert, das ist schon mal cool, aber wir wollen es ja noch stylisch machen. Es soll noch ein Feeling haben. Und wenn wir ein Level Up haben, soll es sich auch anfühlen wie ein Level Up. Und da passiert bisher nichts, außer dass die Zahl hochgeht. Deswegen wollen wir, dass jetzt noch irgendwas passiert. Wenn wir ein Level Up haben, dafür schließen wir das Experience Test Script, gehen wieder rein in dieses Script hier und fügen eine weitere Funktion hinzu, und zwar den Level Up Effekt. Für den Level Up Effekt sollten wir uns ein bisschen was vorbereiten, was wir halt nicht 100 Mal neu machen wollen. Das machen wir hier oben einmal. Und zwar den Level Glow. Das ist Level Bar Wait for Child Level Anzeige Glow. Kennen wir ja, haben wir hier in der Level Bar Level-Anzeige Glow drin, was einfach nur ein Bild ist von einem Verlauf, den wir blau gefärbt haben. Und bei einem Level-Up sollte der Glow auf jeden Fall ein bisschen größer werden, ein bisschen heller werden, damit man es einfach sieht. Und dafür haben wir dann hier eine Level-Glow-Size, die wir cachen als Level-Glow.size, damit wir immer wieder zur Ursprungsgröße zurück können. Und dann haben wir ein Level-Glow-Tween, welchen wir mit dem Tween-Service machen. Tween-Create ist über den Level-Glow mit Tween-Info.new. Base-Level-Tween-Site. Jetzt fällt mir erst auf, dass ich hier Tween Size statt Zeit geschrieben habe. Ihr könnt gerne Zeit schreiben. Ich habe es schon als Size geschrieben. Passiert einfach. Das ist nämlich die Zeit, wie lange der Tween dauern soll. 0,2 Sekunden haben wir hier oben hier festgelegt. Dann Easing Style Sign, Easing Direction In Out. Und das machen wir für die Size natürlich. Level Glow Size. Die Image Transparency, welche Level Glow Punkt Image Transparency sein soll. Und damit wird dann der Level Glow, nachdem wir ihn erhöht und weniger transparent gemacht haben, wieder zurückgesetzt auf seine Standardwerte. Dann haben wir noch die Level Anzeige. Das ist einfach das ganze Ding hier, das soll ja auch größer gemacht werden, wenn wir ein Level Up haben, und soll danach wieder zur Standard-Size zurückkehren. Deswegen cachen wir uns wieder die Level-Anzeige-Size und machen genau das gleiche. Tween-Create-Level-Anzeige, Tween-Info, Base-Level-Tween-Zeit soll es eigentlich heißen, heißt aber Size, mal 2, weil das soll ein bisschen länger dauern als der Glow. Enum-Easing-Style-Sign, Enum-Easing-Direction-In-Out. Und dann haben wir die Size, warum auch immer die hier auf eine neue Zeile verschoben ist, hä? So. Size wieder zurück zur Standard-Size, Background-Color wieder zurück zur Standard-Background-Color und Klammer zu nicht vergessen. Und jetzt, wo wir diese Sachen hier vorbereitet haben, können wir uns endlich um den Level-Up-Effekt kümmern. Und wenn wir schon einen Level-Up-Effekt haben, der läuft, dann so und einen neuen Level-Up-Effekt starten, dann soll er die alten Effekte natürlich überschreiben. Das heißt, laufende Tweens müssen gestoppt werden. Also schreiben wir, if level-glow-tween.playback-state is playing, dann canceln wir den Tween. Dasselbe machen wir auch für Level-Up-Anzeige-Tween, damit wir einfach von vorne starten können. Und dann müssen wir einfach nur die Level-Anzeige und den Glow größer und sichtbarer machen, indem wir schreiben, levelGlow.size ist gleich udim2 from scale, levelGlowSize.x.scale mal 2 und levelGlowSize.x.scale mal 2. Das heißt, es wird doppelt so groß gemacht und dann wird die Transparency auch auf 0 gestellt, damit es wirklich sichtbarer ist. Wir sehen hier, also dieser Glow hier wird dann doppelt so groß und die Image Transparency, die hier
auf 0,65 steht. Die wird stattdessen auf 0 gestellt und dann ist es halt so sichtbar, wie es hier ist. Aber halt nur für einen kurzen Zeitpunkt, danach wird es ja wieder runtergetweent. Aber bevor wir das runtertweeten, erhöhen wir natürlich noch die Größe der Levelanzeige. Also Levelanzeige.size ist gleich genau das gleiche, nur hier machen wir mal 1,3, weil noch größer wäre vielleicht ein bisschen zu groß. Da könnt ihr natürlich noch größere Werte nehmen, kleinere Werte, je nachdem, wie es für euch am schönsten aussieht. Und dann packen wir die Background Color auf weiß, weil damit kann man es einfach stärker sehen. Dann sieht es nochmal so aus, als würde es wirklich leuchten, wenn wir hier die Hintergrundfarbe kurz weiß haben und dann tweeten sie wieder zurück zur Standardfarbe. Und das Zurücktweeten ist dann ziemlich einfach, weil die Tweens haben wir hier oben vorbereitet. Es ist wichtig, dass wir die außerhalb der Funktion vorbereiten, weil dadurch werden nicht unnötig Variablen erstellt. Und vor allem können wir dann natürlich auch hier gucken, ob der Tween schon läuft und ihn dann auch wieder canceln. Und vor allem können wir ihn hier einfach starten, indem wir bei beiden Tweens sagen Play. Jetzt haben wir unseren Level-Up-Effekt. Und den Level-Up-Effekt können wir dann, wenn wir ein Level-Up haben, auch ausführen. Das heißt, hier unten bei Level wir aktualisieren, wenn wir ein Level-Up haben. Und der Tween dann hier zum Ende gelaufen ist, dass wir dann auch wirklich das Level-Up erreichen, dann können wir hier direkt hinschreiben, Level-Up-Effekt. Ich brauche gar keinen Abstand, machen wir es so. Dadurch wird der Effekt dann ausgeführt, wir können das Ganze noch einmal testen. Und wenn wir auf den Button hier drücken, dann sehen wir, blub, hat es kurz geleuchtet, ist größer geworden, danach wieder kleiner geworden. Ich kann es ein bisschen spammen, dann seht ihr es, es wird größer. Das hat dann schon mal mehr Impact. Sieht cooler aus. Ihr könnt da natürlich noch krasse Effekte machen. Irgendwas mit Partikeln vielleicht sogar. Irgendwelche anderen Effekte ist eigentlich vollkommen egal. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, um es cool wirken zu lassen, sind Soundeffekte. Weil wir haben gar keine Soundeffekte. Wo sind die Soundeffekte? Und wir wollen nicht nur einen Level-Up-Soundeffekt, sondern wir wollen auch so einen Klick-Klick-Klick-Klick, wenn die Experience hochgehen Effekt. Und dafür schreiben wir uns auch mal eine Funktion. Am besten hier oben drüber. Das ist eine sehr simple Funktion. Und zwar Play Experience Sound. Dann geben wir hier eine Zeit an, wie lange der Sound gespielt werden soll. Und ein Tick-Intervall, wie oft hintereinander getickt werden soll. Und dann braucht man natürlich Tick-Sounds. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir unsere Tick-Sounds haben. Dafür müsst ihr Soundeffekte suchen. Soundeffekte suchen ist ein bisschen anstrengend in Roblox, weil was ich gemacht habe, ist, ich bin in die Toolbox gegangen, dann auf Audio und habe dann hier nach irgendwelchen Sounds gesucht. Das hat ziemlich lange gedauert. Ihr könnt theoretisch auch eure eigenen Sounds auf Roblox hochladen. Das Problem dabei ist nur, ihr braucht auf jeden Fall auch die Rechte dafür. Wenn ihr sie nicht habt, könnt ihr Probleme bekommen. Ich zeige euch einfach mal die Soundeffekte, die ich rausgesucht habe, weil ich habe ja das fertige GUI hier oben drin liegen und das hier sind die Sounds, die ich rausgesucht habe. Die füge ich hier mal ein und wir haben hier einen Blink. Das ist unser Tick-Sound. Der hört sich ungefähr so an. Okay, man hört es gar nicht. Ist ja auch egal. Und das ist die ID. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese IDs hier unten abschreiben. Blink heißt so. Dann haben wir noch einen Gem-Sound. Also der heißt Gem. Der hat diese ID. Dann haben wir Sing Speed Level Up. Ist der hier. Und dann UI Starbar Impact 1, 2 und 3. Vielleicht müsst ihr zurück skippen und nochmal pausieren, um die Sachen hier abzuschreiben. Das sind die Sounds, die ich rausgesucht habe. Ich glaube, das sind auch die Originalnamen, wie sie in der Toolbox drin stehen. Deswegen könnt ihr sie vielleicht auch über diese Namen finden. Und diese Sounds müssen wir natürlich jetzt noch in unseren Script holen. Und das machen wir hier. Ich mache es über dem Level-Up-Stuff. Haben wir hier unsere Sounds. Immer der Experience-Sound ist gleich Gem. XP. Guck mal, hier habe ich schon wieder einen Rechtschreibfehler. Statt EXP habe ich EPX. Aber es ist ja egal. EPX-Tick-Sound ist Blink. Level-Up-Sound ist UI Starbar 1, Level-Up-5-Sound ist 2, Level-Up-10-Sound ist 3 und Level-Up-30-Sound ist Sings Level Speed Up. Was es damit auf sich hat, darauf kommen wir gleich. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Tick-Sound hier. Und dafür schreiben wir hier einmal, dass der XP-Sound geplayt werden soll. XP-Sound ist der Gem-Sound, der wird gespielt, sobald man Experience bekommt. Und danach soll es ja ticken. Das heißt, wir haben eine Coroutine, die geöffnet wird, in der erstmal 0,1 Sekunde gewartet wird. Und dann cachen wir uns die Zeit, die vergangen ist, seitdem der Sound gespielt wurde, mit initial 0,1 Sekunde, weil wir die ja schon gewartet haben. Und dann sagen wir, während die vergangene Zeit kleiner ist als die Zeit, die es ticken soll, soll der Experience-Sound gespielt werden. Dann wird die vergangene Zeit erhöht auf den Tick-Intervall und dann warten wir auch den Tick-Intervall. Und dadurch stellen wir einfach sicher, dass solange diese Zeit nicht rum ist, in einem Intervall von diesem Tick-Intervall die ganze Zeit getickt wird. Der erste Tick kommt nach 0,1 Sekunden. Dann gehen wir noch einmal runter in die Level-Bar-Aktualisieren-Funktion, haben wir hier eine Tween-Zeit und dann fügen wir zu der Tween-Zeit nochmal ein Tick-Intervall hinzu von, sagen wir mal, 0,1 Sekunden. Und dann müssen wir natürlich, sobald der Tween anfängt, unseren XP-Sound abspielen über die Tween-Zeit und den Tick-Intervall. Und natürlich auch hier unten, sobald dieser Tween abläuft, nochmal den Play-Experience-Sound abspielen mit der Tween-Zeit und dem Tick-Intervall. Wenn wir das Ganze ausführen und uns dann Experience geben, hört genau hin, hören wir gar nichts. Okay, ich muss einmal kurz gucken. Jetzt hört man's. Hört ihr's? Ich muss es nur lauter machen. Es kommt erst dieser Wurm und dann tütütüt. Es tickt zweimal, weil wir einen Tick-Intervall von 0,1 Sekunden haben über eine Maximaldauer von 0,3 Sekunden und die erste Sekunde ja gewartet wird, dementsprechend tickt es zweimal.
Wenn wir aber wollen, dass das ein bisschen organischer wirkt, dann müssen wir natürlich die Tween-Zeit und den Tick-Intervall entsprechend anpassen, je nachdem wie viel Strecke zurückgelegt werden muss von unserem Tween. Und dafür habe ich damals, als ich das geschrieben habe, eine Formel geschrieben, die ich jetzt gar nicht mehr erklären möchte, weil ich erstens zu heiser bin und zweitens gar keine Ahnung mehr habe, was ich damals ausgerechnet habe. Und die sieht so aus. Tween-Zeit entsprechend der zurückgelegten Strecke anpassen. Tween-Zeit ist gleich Base-Level-Tween-Size. Es sollte eigentlich Base-Level-Tween-Zeit sein, aber egal. Plus. Und jetzt haben wir hier drei Klammern. If Experience ist größer gleich Experience-Value-Punkt-Value, then 100, else Level-Up-Fortschritt, minus Level-Up-Fortschritt, Klammer zu, geteilt durch 100 mal 0,2. Es war irgendwas mit Dreisatz und plus minus mal geteilt, keine Ahnung, ich hab's vergessen, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann haben wir noch den Tick-Intervall, der wird gemath.clamped, was es noch ein bisschen komplizierter aussehen lässt, weil wir wollen ihn nicht zu groß und nicht zu klein haben. Dann haben wir den Base-Experience-Tick-Intervall, den haben wir hier oben auch festgelegt als 0,1, minus, dann wieder drei Klammern auf, im Grunde genau das gleiche, if Experience ist größer als Experience-Value.value, then 100, else Level-Up-Fortschritt, minus Level-Up-Fortschritt am Anfang, geteilt durch 100 mal 0,5 und dann 0,1 für den minimalen Tick-Intervall und Base-Experience-Tick-Intervall für den maximalen Tick-Intervall. Und da sehe ich jetzt schon, dass ich da ein Problem habe. Hä? Warum habe ich denn das so gemacht? Der Tick-Intervall ist ja dann immer bei 0,1. Bin ich dumm? Nee, das ist 0,01. Ah, okay. Hier ist es 0,1 und hier ist es maximal 0,1 und mindestens 0,01. So habe ich das damals offenbar gemacht. Die letzte Sache, die uns noch fehlt, sind die Level-Up-Soundeffekte. Weil wenn wir ein Level-Up haben, wollen wir natürlich auch einen Soundeffekt haben. Und ich habe hier ja mehrere Sounds rausgesucht. Und zwar den Level-Up-Sound, den Level-Up 5, 10 und 30 Sound. Im Grunde könnt ihr das einfach nur mit dem Level-Up-Sound machen. Und bei jedem Level-Up dann den UI Starber Impact 1 Sound abspielen, den hier. Aber ich dachte mir, es ist doch viel cooler, wenn wir bei jedem fünften Level diesen Sound abspielen. Und bei jedem 10. Level dann diesen Sound abspielen. Und bei jedem 30. Level dann diesen Sound abspielen. Und dementsprechend habe ich das auch so gecodet. Und das können wir direkt bei unserer Level-Up-Effekt-Funktion hier reinmachen. Sobald wir ein Level-Up haben, sagen wir, wenn das gecachte Level, weil sobald der Level-Up-Effekt abgespielt wird, ist das gecachte Level ja sowieso erhöht. Also wenn das Level, das wir gerade erreicht haben, Modulus 30 gleich 0 ist, das heißt, wenn es glatt durch 30 teilbar ist, dann spielen wir den Level-30-Soundeffekt. Wenn es glatt durch 10 teilbar ist, dann den. Wenn es glatt durch 5 teilbar ist, dann den. Und ansonsten spielen wir einfach den normalen Level-Up-Soundeffekt. Also Modulo bedeutet einfach nur geteilt durch das und dann der Rest. Und wenn der Rest gleich 0 ist, dann spielen wir das ab. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war's dann endlich auch. Wird auch langsam Zeit. Also gehen wir nochmal hier rein, klicken auf den Add Experience-Button und da kam's. Ziemlich laut, ich mach's leise. So, Resume. Und dann nochmal. Ihr hört immer dieses Level-Up-Soundeffekt beim Level-Up. Wir hören immer das Dit-Dit-Dit, wenn es hochgeht. Sehr gut. Sehr schön. Und vor allem, je nachdem, wie groß die Strecke ist, die die Bar zurücklegen muss, passt sich die Zeit nochmal ein bisschen an. Und ihr habt jetzt den neuen Sound gehört für Level 5. Level 6. 7. 8. 9. Und jetzt hören wir uns mal den Sound an für Level 10. Und zwar... wunderbar. Wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter austesten, indem wir hier wieder auf Players, Roblox Conny, Player GUI, blablabla geht und dann einfach mal Level Value hochstellt auf meinetwegen 85. Und dann seht ihr das. Das ist so jetzt schon mal ziemlich cool, aber auch ein bisschen eintönig, weil es immer gleich lang dauert. Ich lasse es mal zu Ende laufen, dann werdet ihr es vielleicht selber merken. Das ist schon mal cool, aber irgendwo ist es ja cooler, wenn man viele Level zurücklegt, wenn es erst drrrt und die letzten Level dann langsamer vorangehen. Und dafür müssen wir dann bei einem Level-Up noch einmal die Tween-Zeit anpassen, weil aktuell legen wir die Tween-Zeit nur fest anhand der Strecke, die die XP-Bar zurücklegen muss. Aber wenn wir ein Level-Up haben, wollen wir die nochmal ein bisschen anpassen und dann auch daran festmachen, wie viele Level noch vor uns liegen. Und das ist auch ziemlich einfach. Dafür gehen wir einfach hier rein und schreiben dann erstmal Tween-Zeit wird verdoppelt, wenn wir ein Level-Up haben, damit man es richtig genießen kann. Und dann wird die Tween-Zeit minimiert um math.clamp 0,3 mal Level-Value.value minus Level und dann maximal oder minimal um 0 und maximal um die Tween-Zeit minus 0,1. Das heißt, wir haben immer mindestens 0,1 Tween-Zeit. Wenn wir richtig viele Level zurücklegen, geht jedes Level in 0,1 Sekunde durch. Und wenn wir wenig Level zurücklegen, dauert es halt ein bisschen länger. Und wenn wir das jetzt nochmal machen, dann fühlt es sich noch viel besser an, viele Level aufzusteigen.
Weil die ersten Level gehen schnell und die letzten Level kann man dann nochmal so ein bisschen genießen. Es fühlt sich dann so an, als ob es schwieriger wird, für die XP-Bar voranzuschreiten, weil es ja auch mehr Experience ist, die zurückgelegt werden muss. Theoretisch müssten wir dann auch den Tick in der Wahl nochmal anpassen, aber das lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist. Gehen dann nochmal hier rauf, Player GUI und stellen das Level dann einfach mal hoch auf Level 30. Und jetzt geht's langsamer. Habt ihr es gesehen, die ersten 15 Level? Schnell und jetzt immer langsamer, damit wir es genießen können. Und Level 30 erreicht haben. So, können wir jetzt nochmal bis Level 100 machen, würde ich sagen. Und ihr seht, es funktioniert. Wunderbar. Und so schnell erreicht man Level 100 in einem eigenen Spiel. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr das Ding serverseitig macht, sprich zum Beispiel, wie ihr hier ein paar Drops platziert und wenn der Spieler sie aufsammelt, kriegt er Erfahrungspunkte, dann müsst ihr nochmal wahrscheinlich 2 Wochen warten, bis das Video mit dem nächsten Teil online ist. Hoffentlich ist bis dann... Hoffentlich ist bis dann meine Stimme wieder gut. Kanalmitglieder können das wahrscheinlich jetzt schon anschauen, weil Kanalmitglieder Tier 2 oder höher sehen meine Videos vorab, sobald sie schon produziert wurden. Aber wenn ihr das Video hier seht, bevor es veröffentlicht wurde, müsst ihr wahrscheinlich trotzdem noch mal eine Weile warten, bis ich das nächste Video mache. Also es nimmt sich nicht viel. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ihr könnt euch jetzt auch gerne das Tutorial angucken, das hier eingeblendet wird. Bis dann und...